Da zieht er hinauf zu einer, also erstmal eine Rolle aufwärts und dann bis das Flugzeug wieder weiterfliegt und dann kippt er ab über den vorderen Rumpf. Das war ein Männchen. Jetzt gibt er wieder ordentlich Gas mit der Mü30. 300 PS steckt in diesem Kurzflugmotor. Und in die Sonne hinein zieht er eine gerissene Rolle wieder in die normalen Flugzeug. Jetzt nimmt er Fahrt auf. Jetzt eine halbe Rolle wieder in die Normalflugwaage. Schön gezirkelt. Eine Rolle hier in der horizontalen, ganz schön geflogen. Die Richtung darauf achten. Kurz zu kühl insbesondere. Jetzt ziehen wir hoch. Wieder eine Rolle nach oben. Eine Dreiviertelrolle. Jetzt. Lässt er die Kiste nach hinten fallen, wie ein welkes Blatt, fällt sie ins Rundrad, dann fängt er sie ab und zieht sie wieder in die Horizontale. Auch die Rolle ganz wunderschön geflogen. Das sind so Geschwindigkeiten zwischen 200 und 300. Wow, das ist eine Torque-Figur, dann zieht er nach oben jetzt. Wow, im Rauch geht das fast unter. Jetzt fängt er sie ab aus dem Trudeln, wieder in die Normalfluglage und in die Horizontale. Eine gewürfelte Rolle erneut in den Rücken. Das war sogar geachtet, also ganz, ganz feine Abstufungen jetzt im Rücken nach oben gezogen. Das sind harte Belastungen für den Piloten. Negative Belastungen, bei denen ihm das Blut in den Kopf gedrückt wird. Der Sascha ist ein Romantiker und was er hier für Sie, für alle Damen in den Himmel zeichnet, ist ein Herz. Sehr schön geflogen, der Wind vertreibt es zwar sehr schnell wieder, aber das ist für Sie hier in Königsdorf. Sascha Odermann, Heart Tune. Und da fliegt er einen Rollenkreis, zumindest den Anfang eines Rollenkreises, jetzt zurück, wieder in Richtung 1-0. Gibt ordentlich Gas und
startet jetzt seinen Überflug hier. Schauen Sie mal, ob Sie ihn erkennen können, wenn er jetzt gleich in die Wolkenfluglage wechselt. Ob Sie sehen können, ob er ihn zuwinkt, Herr Sascha. Gestern bei seiner Flugvorführung hat er mir nachher verraten, der Überflug war gar nicht so leicht, weil sein Headset, sein Kopfhörer plötzlich geknackst hat und er musste den sich, damit er nicht runterfällt, auf dem Kopf halten. Und in Rückenfluglage ist das nicht so ganz einfach. Da hat ihm dann die Hand gefehlt, um ihn zuzuwinken. Das war jetzt ein schön geflogener Turn. Sie erkennen es noch an der Rauchsäule, die da noch in der Luft steht. Diese Schleife, ein Zeichen dafür, dass der sehr schön sauber geflogen war, der Turn. Jetzt gibt er Gas. Fliegt hier im Messerflug an uns vorbei. Sie sehen das große Seitenruder da hinten, mit dem er diese Figur abstützt. Und eine schön geflogene Rolle. Die MÜ-30 ist ein Eigenbau und sie ist kein reinrassiges Kunstflugzeug. Sie kann auch schleppen, sie kann Segelflugzeuge schleppen. Es ist also auch ein Arbeitstier. Und der Kompromiss besteht darin, dass ihre Rollrate nicht ganz so hoch ist. Das heißt, sie ist nicht so wendig wie zum Beispiel eine Pitz, die wir später noch erleben werden hier am Platz. Aber sie hat ein großes Seitenruder und sie kann sehr gut Figuren fliegen, die man vor allen Dingen mit dem Seitenruder fliegt. A Turn zum Beispiel, das fliegt sie wirklich wunderschön. Jetzt kommt der Sascha, ich glaube sogar schon in den Landeanflug nach diesem beeindruckenden Programm. Und die MÜ-30 hat extrem große Landeklappen, damit sie schnell absteigen kann, damit sie ganz schnell wieder am Boden ist. Das ist wichtig dann, wenn sie Flugzeuge schleppt, denn da geht es darum, die Segler schnell in die Luft zu bringen und schnell wieder unten zu sein, damit der nächste Segelflieger in die Luft geschleppt werden kann. Das ist das Prinzip oder die Idee hinter der MÜ-30. Deshalb haben die Königsdorfer Studenten von der TU München, die hier ihre Flugbasis haben, diese MÜ-30 gebaut und niemand fliegt sie so beeindruckend wie der Sascha, der jetzt gerade gelandet ist. Hoppel, hoppel, hoppel mit dem Zweibahnfahrwerk. Ja, der freut sich über Applaus. Und den Applaus dürfen Sie natürlich nochmal wiederholen, wenn er jetzt gleich hier vorgerollt ist und seine Haube aufmacht und Sie dann auch hören kann. Er kommt jetzt sicher gleich hier vor zu uns, zum Vorplatz. Also da haben sich zwei gefunden. Wirklich außergewöhnlicher Pilot mit Sascha Odermann und ein außergewöhnliches Flugzeug mit der MÜ-30, die es nur einmal auf der Welt so gibt. Hier steht bei uns in Königsdorf und da ist der Sascha. Jetzt wird er nochmal die Smoganlage anmachen und sich ein wenig im Rauch verstecken. Die MÜ-30 und Sascha Odermann. 300 PS. Da steht er. Und freut sich. Yeah. Danke dir, Sascha. Großartig. Hier beim Hallenfest in Königsdorf.